In Kärnten haben wir derzeit 190 Neuinfektionen bei 201 Genesenen. Das ist eine Gesamtzahl von 1437 aktuell infizierten Personen. Erfreulicherweise bereits den zweiten Tag hindurch kein Todesfall. Wir haben auch Reduzierungen der stationären Bereiche, 73 Personen, das ist eine Person weniger. Und erfreulicherweise auch der Intensivauslastung, es sind 16 Personen noch intensiv betreut. Auch das sind eine Reduzierung um 2 Personen gegenüber dem Vortag. Und wir haben eine 7-Tages-Inzidenz mit 187,1. Das ist die zweitniedrigste 7-Tages-Inzidenz nach Vorarlberg. Und das zeigt auch hier, wie eine Hochschaubahn fast funktionsähnlich die Inzidenzfälle, die Zahlen sich innerhalb von Wochen immer wieder verändern. Es hat gestern, das möchte ich nur kurz anmerken, auch einen AMS-Gipfel gegeben, einen AMS-Gipfel, wo über verschiedenste Perspektiven innerhalb der Covid-Krise über den territorialen Beschäftigungspakt von Kollegin Schaunig als zuständiger Referentin gemeinsam mit den Sozialpartnerorganisationen befunden wurde. Auch da jetzt schlagwortartig die wichtigsten Punkte. Erstens, es wurde festgelegt, dass dieser Gipfel, Arbeitsmarktgipfel mit Sozialpartnern quartalsmäßig stattfinden soll, um gerade in dieser sehr schwierigen Zeit Maßnahmen rechtzeitig einleiten zu können. Zweitens, wir haben die sehr von Erfolg gekrönte virtuelle Lehrlingsmesse dahingehend ausgebaut, dass sie generell auch auf Zugriff durch Jugendliche, durch Schulen, aber auch durch Unternehmungen quasi online gehalten wird. Wir haben den Fokus weiterhin auch auf die Lehrlinge gestellt, weil wir derzeit merken, dass viele eher im Bereich der Schule verbleiben, weil dort etwas mehr an Sicherheit da ist. Hier wird die Beratungsintensität gesteigert. Und wir haben das ganz klare Problemfeld ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Langzeitarbeitslose, denen besonderes Augenmerk geschenkt wird. Auch dazu sollen diese quartalsmäßigen Arbeitsmarktgipfel beitragen. Ich kann Ihnen berichten, dass wir im Bereich der Impfungen erfreulicherweise jetzt bereits in den Bereich gekommen sind, dass wir die Personen 65 plus und jene, die Hochrisikopatientinnen und Patienten sind, impfen werden. Wir haben die höchste Durchimpfungsrate mit Zweitimpfungen aller österreichischen Bundesländer. Und ich möchte mich ganz explizit bei Roten Kreuz, bei der Gesundheitskammer, aber auch bei der Ärztekammer bedanken, mit der wir vorige Woche hier in diesem Raum den Vertrag für gemeinsames Vorgehen unterzeichnen konnten. Wir haben daher jetzt auch zusätzlich an die über 200 bis 300 Ärztinnen und Ärzte, es wird ständig hier abgeglichen und zusätzliche Anschlüsse hergestellt, die als Impfärztinnen und Impfärzte der Bevölkerung zur Seite stehen werden. Wenn sich Leute bei den Anmeldungen Hochrisikogruppe respektive 65- bis 80-Jährige schwer tun, Ihre Gemeinde ist bereit, Ihnen zu helfen. Sprechen Sie sonst Ihre Bekannten, Freunde, Nachbarn, Kinder an. Wir haben 5 Millionen Euro für das Jahr für Sonderausgaben zur Verfügung gestellt, um der Covid-Krise adäquat zu begegnen. Auf Antrag von Kollegin Brettner musste heute bereits eine weitere Aufstockung nach dem ersten Quartal, wo diese 5 Millionen bereits gebunden wurden, veranlasst werden. Das zeigt, dass diese Krise neben vielen Bereichen der Gesundheit, des Sozialen auch gravierende finanzpolitische, ökonomische Auswirkungen hat.